So Leute, herzlich willkommen. Ich bin Tobi. Ich befinde mich gerade bei den Alltagsathleten und heute zeige ich euch mal wieder, wie ihr ein leckeres Gericht zaubern könnt. Ja, und das auch ganz einfach nachmachen könnt. Zu Hause mit ganz einfachen Zutaten. Die Zutaten sind nicht super exotisch und ich muss auch persönlich sagen, ich finde es mal so als Snack nebenbei wirklich mega, mega lecker. Und es gibt Avocadosalat mit Rinderstreifen und abgelöscht mit Balsamico. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was braucht man in dem Fall dazu? Ich habe mir das schon mal vorbereitet. Ihr könnt in dem Fall verschiedenste Sorten Salat nehmen. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Varianten. Ihr könnt in dem Fall einfach schneiden. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich den ein bisschen zupfe. Dann hat er immer noch so, behält er immer noch schön sein Volumen. Macht da wirklich eine Mischung aus verschiedenen Salatsorten. Ich habe jetzt Lolo Rosso, Lolo Bionda und nehme gleich auch noch mal ein bisschen Eisbergsalat dazu. Viele haben immer Probleme, dass der immer dann das Wasser verliert und nicht mehr gut aussieht. Ganz einfacher Tipp: Nehmt euch so ein Zebertuch. Hier wäre das in dem Fall ungefähr die Größe. Macht das dann hier rüber und jetzt würdet ihr einfach ein bisschen Wasser nehmen und lasst es dann hier einfach so ein bisschen rüber träufeln, dass es die Feuchtigkeit einfach da ist. Und dann könnt ihr das ganz einfach in den Kühlschrank stellen, dann hält sich das auch mega, mega lange. Nehmt den Eisbergsalat, wenn ihr unten den Strunk habt, weil wir brauchen in dem Fall jetzt nicht alles, ja, und schneidet einfach mal eine Seite runter und jetzt geht ihr einfach lang und schneidet den wirklich mal hauchdünn, dass der ungefähr diese Größe hat. Ja, das nennt man, die Schnittform nennt man in dem Fall Julienne. Und dann gebt ihr das einfach rüber und durch dieses kleine Schnippeln, wie gesagt, merkt man, dass der auch viel, viel knackiger und macht das Ganze auch nochmal ein bisschen interessanter. Und dann widmen wir uns jetzt gleich mal dem Fleisch, Hüftsteak, Feigen, Zwiebeln und Knoblauch. Und den Knoblauch, den nehmen wir einfach für das Fleisch, um auch da wieder ein bisschen Geschmack dran zu bekommen. Ich habe jetzt in dem Fall Schalotten genommen. Die finde ich persönlich wirklich ein bisschen aromatischer. Macht das einfach so, dass ihr wirklich zack halbiert. Und dann könnt ihr die in dem Fall noch einmal durchschneiden. Und wenn ihr wollt, auch nochmal zur Hälfte. Das ist eigentlich relativ groß. Da könnt ihr das frei entscheiden. Dadurch, dass wir die dann in dem Fall gleich anbraten und auch mit zum Fleisch geben. Dann in dem Fall ja, einer der ältesten Früchte, die es gibt. Feigen, ganz, ganz wichtig, die geben wir gleich zu den Rinderstreifen mit dazu. Das passt wirklich gut. Wir halbieren das Ganze. Übrigens, wenn noch keine Feigen sehen, das sieht so aus, dann fütteln wir das Ganze nochmal und gehen nochmal rein. So, dann nehmen wir uns hier die Hüfte, schneiden die schräg in gleichmäßige Streifen. Ihr könnt natürlich auch die im Ganzen anbraten, wie ihr möchtet. Und da die wirklich auch hauchdünn sind, machen wir die wirklich nur kurz in die Pfanne. Olivenöl, Knoblauch auch mit dazu. Und Topf Rosmarin könnt ihr auch mal benutzen. Macht das einfach dann nochmal mit rein. Gibt wirklich ein gutes Aroma. Und jetzt macht ihr in dem Fall das so, dass ihr das Fleisch einfach dazu gebt. So, und jetzt lassen wir das Ganze kurz anbraten, dass wirklich ein paar Röstaromen entstehen. Dann löschen wir das Ganze gleich nochmal mit Balsamico. Vorher kommt aber nochmal Salz, Pfeffer halt dazu und die Feigen dann auch. So, ihr seht auch hier, das Fleisch ist noch so ein bisschen rosa, das reicht völlig aus. Wie gesagt, denkt dran, wenn wir jetzt den Balsamico rübergeben, ja, genau jetzt, dann gart das Ganze auch nochmal nach und dementsprechend, je nachdem auch was man für eine Qualität vom Fleisch einfach hat, saftet es auch noch so ein bisschen und deswegen wirklich da lieber ein bisschen vorher das Ganze reingeben. Und dann mit den Feigen noch mal ganz kurz köcheln lassen. Und wenn ihr das riechen könntet, das ist da schon wieder los. Guckt euch das mal an. Und ihr seht, das, was ich hier alles mache, das ist kein Hexenwerk, sondern das könnt ihr locker schaffen. Und jetzt könnt ihr das ganz einfach so machen, dass ihr einfach das da rumgebt. Ja, könnt auch natürlich auch noch ein bisschen, lasst ruhig die Kräuter in dem Fall dran. Und dann können wir gleich auch der Saft, der natürlich in dem Fall noch in der Pfanne halt ist, können wir gleich nochmal ein paar Löffelchen jeweils über den Teller rüber machen. Und das gibt in dem Fall auch nochmal mega, mega Geschmack. Aber das Ganze ist noch nicht fertig. Ich habe ja gesagt am Anfang,
dass wir noch mit Avocado arbeiten. Wichtig, wenn ihr das in dem Fall habt, es gibt zwei verschiedene Sorten von Avocado, dass ihr da wirklich halt guckt. Also ich persönlich mag immer die etwas bräuneren, die so ein bisschen, ja, verrunzelter sind, kann man so sagen. Dann habt ihr es in dem Fall zur Hälfte aufgeschnitten. Jetzt nehmt ihr einen Löffel, geht dann in dem Fall an die Seite rein. Ja, geht einmal rum. Und dann könnt ihr die wirklich sehr gut hier auslöffeln. So, und dann ist es in dem Fall auch schon fertig. Und ich denke, ihr gebt mir recht, wenn das ja eigentlich ein Gericht ist, was jeder wirklich nachmachen kann. So Leute, in dem Fall habt ihr da den Avocado-Salat mit Rinderstreifen, abgelöscht mit Balsamico und dazu Salat. Und ich denke, ja, das schafft ihr auch nachzumachen. Über ein Like würde ich mich freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Euer Tobi.